Hello, can you hear me? Yes. Okay, so my name is Gareth Owen. I'm from Mein Name ist Gareth Owen. Ich bin von der University of Portsmouth und ich werde heute mit euch über meine Experimente mit dem Tor-Netzwerk reden und wie man die ein bisschen auseinandernehmen kann. Ich werde ein bisschen erzählen, wie das Tor-Netzwerk intern funktioniert und wie die Daten gesammelt wurden. Nur um ein bisschen zu wissen, woran ich bin, wüsste ich gerne, wer alles Tor Antinode betreibt, wenn ihr ein Relay betreibt, oder wenn ihr selbst einen Hidden Service betreibt. Wahrscheinlich wissen die meisten, wie es funktioniert. Und ich fange jetzt mal an, das zu erklären für die, die nicht wissen, wie es funktioniert. Ich werde immer wieder ein bisschen Informationen anhängen, wie man diese Service de-anonymisiert. If you put some strict criteria on what it is you want to do, je nachdem. So the things that I'm going to go over how Tor works, and then specifically how hidden services. Wir fangen jetzt an, wie Tor funktioniert, dann wie die Hidden Services in Tor funktionieren, wie die Distributed Hash Tables in Tor funktionieren. And how it works. It's not as complicated as it sounds. And then I'm going to go over our darknet data. Und dann will ich mit euch über die Darknet Daten reden. Und dann werde ich ein bisschen darüber reden, wie man das Ganze dann de-anonymisiert. And just how complicated it is. So you may have seen this slide. Vielleicht haben Sie dieses Slide gesehen von GCHQ, Teil des Snowden Leaks, wo es sagt, aber es zeigt, dass es sie ein paar Benutzer manchmal de-anonymisieren können, aber es nicht schaffen, das groß weiträumig zu machen. Also sie können nur eine Person immer wirklich de-anonymisieren oder halt vielleicht eine kleine Fraktion, aber alle geht auf keinen Fall. So, Tor tries to address a couple of different problems. Tor versucht verschiedene Probleme anzugehen. Also erlaubt einem Zensur zu umgehen. Also es erlaubt einem in einem Land mit Zensur die Sperren zu umgehen. Es erlaubt einem außerdem Privatsphäre zu bewahren, also man die Leute sehen nicht, was man macht. Und Anonymität bietet es auch, das heißt, es schützt einen davon, erkannt zu werden und man kann anonym bleiben. Also ähnlich wie ein Proxy in VPN. Also es gehen Haufen Benutzer in die eine Seite rein und aus der anderen Seite kommen nur jede Menge Anfragen an verschiedene Services. Wenn das natürlich nicht verschlüsselt ist, kann das VPN das alles auch mitlesen. Wenn man VPN-Provider natürlich vertraut, dann ist immer das Problem, im Zweifelsfall kann der weiter alle Infos über was du machst, mit wem, wo. Das heißt, das ist so ein Single-Gefehl. Das heißt, wenn er nicht vertrauenswürdig ist, dann hat man sehr viele Probleme und das Ganze funktioniert nicht so gut. Wie vertraut man wirklich jemanden so einem VPN-Provider? Das ist schwer zu sagen. So, Tor tries to solve this problem. Beim Tor versuchen die das Ganze wohl ein bisschen zu umgehen. Es ist ein Open-Source-Projekt. Man kann den Quellcode einfach runterladen und sich anschauen. Wie ihr schon vorher gehört habt, während dem vorherigen Talk, ist, dass sie ein bisschen vom amerikanischen Regierung gesponsert werden. Und wie vor im Talk erklärt wurde, sollte das eigentlich die Entwicklung nicht behindern oder auch Probleme im Vertrauen bringen. Ja. Tor ist teilweise dezentralisiert, aber es hat auch zentrale Komponenten, die unter der Kontrolle des Tor-Projekts sind. Also die Tor-Relays sind dezentralisiert, aber das Verzeichnis wird dann vom Tor-Service gemacht. Also es ist nicht so, dass es einen einzelnen Server gibt, sondern durch die Aufteilung ist auch das Vertrauen aufgeteilt.
Now, when you establish a circuit through, wenn man also so eine Torverbindung aufbaut, wird zuerst erstmal eine Liste aller Relays im Tor-Netzwerk abgeholt oder runtergeladen. Man sucht sie dann heraus, darüber reden wir gleich, wie man die raussucht. Hier ist ein Beispiel. Benutzer lädt die Liste aller anderen Benutzer runter und man sucht sich drei Knoten aus in dem Netz. Man hat also einen Eintrittsknoten, einen Relay-Knoten in der Mitte und der dann einen zum letzten Hop verbindet, den Exit-Node. Wenn man sich das Ganze anschaut, wie das funktioniert, hier, dann sieht man, gibt es drei Layer, drei Lagen Verschlüsselung. Und das heißt, für jedes, also fürs Guard, Relay und Exit jeweils verschlüsselt und diese Level werden dann langsam runtergezogen. Daher kommt auch der Name Onion-Netzwerk, weil es Schichten sind, die abgerissen oder abgezogen werden. Das schützt einem davor, dass einer alles weiß, das heißt, das Erste weiß nur das Nächste, das Relay weiß nur, was davor und dahinter kam, aber die Daten nicht und das Letzte weiß nicht, wo es herkommt, aber kann immer die Daten einsehen. Wer von euch betreibt den Exit-Node? Das ist natürlich schwierig, weil der Exit-Node immer seine IP-Adresse bekannt gibt. Das heißt, alle Daten, die darüber geschickt werden, werden dann mit deiner IP-Adresse gesehen und dann sieht es so aus, als wären deine Noten. Das heißt, es gibt immer wieder Betreiber, die Probleme mit der Polizei bekommen. Aber letztendlich sollten wir für diese Leute kämpfen, weil ohne diese Leute würden wir aus dem Tor-Netz nicht rauskommen und dann wäre es ja ein ziemlich sinnloses Unterfangen. So, jedes Tor-Relay, wenn man ein Tor-Relay aufmacht, dann gibt es eine Kopie, wie man das Tor-Relay aufgebaut ist und welches das Tor-Relay unterstützt. Der Vertrauen in das Hauptnetzwerk ist über diese ganzen Autoritäten verteilt. Das sind Core-Project-Members und die wissen, welche Tor-Netzwerks da sind, welche Tor-Relays da sind und welche Flaggen sie aufbauen und welche Verkehre, die den Exit-Flags haben oder welche nur bestimmten Verkehr zulassen oder es gibt auch welche, die nur ein Start-Netzwerksknoten sind. Also wenn man einen startet, dann lädt man sich eine Liste runter, dann schaut die Flaggen an und dann wählt man seinen eigenen Knoten. Dann schaut, welche Eingangsknoten sind und welche Ausgangsknoten sind. Man wählt sich davon einfach einen aus. Okay, seit heute Morgen gibt es 150.000 Knoten, 191 Exit-Knoten und 6 schlechte Ausgangsknoten. Was ist ein schlechter Ausgangsknoten? That's not good. That's exactly what it means. Der nicht gut ist. Das ist genau, was es ist. Also, schlechte Exit-Knoten, die nie benutzt werden sollten. Und Beispiele sind, wenn man am Verkehr ein bisschen verändert oder wo man Man-in-the-Middle-Attacken ausprobiert. Ich habe verschiedene Sachen gesehen, wo Leute SSL-Traffic verändert haben oder vor kurzem war ein Exit-Relay, der Binärdateien verändert hat, die man heruntergeladen hat. Also man kann er nicht wirklich machen. Wir versuchen sie zu verhindern. Wenn sie erkannt werden, dann werden sie als schlechte Exit-Noten gefaked. Es ist wahr, dass der Scan-Mechanismus überhaupt nicht foolproof ist. Also wir versuchen, die häufigen Sachen zu entdecken, aber unbekannte Angriffe werden natürlich nicht entdeckt. So, wenn man auf das hier schaut, dann wie kann man etwas de-anonymisieren? Also den Verkehr, das, was
durch das Tornetzwerk läuft. Also wenn man irgendwo ein bisschen Verkehr bekommt im Ausgangstoren, weiß man nicht, zu welchem Benutzer es läuft. Also man kann es nicht verändern, denn nur wenn die, wenn einer der Relays das verändern möchte, dann würde Tor das einfach zerstören, dann wird das entdeckt werden und jeder der einzelnen Schritte überprüft, ob der vorherige Schritt das Paket nicht modifiziert hat. Weil im Integritätscheck war, ja, man kann es einfach nicht verändern. Man kann keinen Marker einbauen und den Marker folgen. Was man stattdessen machen kann, wenn man, im schlimmsten Fall, der Controller hat alle drei Relays und das ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben sehr viele Relays und dann kann man, weiß man natürlich, wer die Person ist. Dann kann man schauen, was die Person macht. Und das Schlimmste ist, wir können schauen, wann das Verkehr kommt. Ansonsten hören Sie einfach die Integrity-Checks. Im anderen Fall, wenn man den Eingangs- und den Ausgangsknoten, aber nicht den Mittelknoten macht, dann kann man nicht den Verkehr verändern, weil sonst der Knoten in der Mitte die Verbindung zumacht. Aber was kann man machen? Man kann die Zahl von Paketen zählen, die durch den Eingangsknoten gehen, und man kann messen, wie unterschiedlich die Zeit zwischen den Paketen ist, und man kann vermuten, dass der Weg so läuft. Wenn man die Pakete zählt, dann die Zeitunterschiede, dann kann man vermuten, was passiert. Wenn man der Benutzer dich als Knoten, als Eingangsknoten und auch als Ausgangsknoten benutzt, dann kann man recht einfach die anonymisieren. Man schaut einfach die Zeitschritte und die Paketzahlen. Und der Angriff war sehr gut, also sehr zuverlässig. Relay Early Tag, das ist ein Angriff, der bei den USA entdeckt wurde. Der Angriff, der war nicht zeitkommandierte Angriffe, sondern man schickt eine spezielle Knoten durch und dann kann man Sachen reinmachen, die zurückfressen und dann kann man schauen, was die Daten waren vom Guard Relay. In fact, although this technique works, auch wenn diese Sache funktioniert und ja, ein schöner Angriff, aber der Traffic Correlation Angriff ist genauso stark. Auch wenn das jetzt repariert wurde, dieser Traffic Zeitverbindung ist immer noch da und wie wir das lösen, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen es einfach noch nicht. Es gibt ein paar Lösungsansätze, aber die sind nicht. They're not particularly reliable. Let me just go through these and I'll skip back on the few things I missed. Paar Sachen. The first thing is die erste Möglichkeit ist high latency networks, so networks where Netzwerke, wo sehr verlangsamt sind, dann zerstört das die ganze Zeitinformation. Also das könnte man lösen, aber als Benutzer möchte man Homepage benutzen, dann muss man 5 Minuten wechseln. Das ist nicht benutzbar. Der ganze Punkt ist, dass man die ganze Funktion benutzbar macht. Wenn man was sehr langsam macht, dann ist es nicht besonders benutzbar. Aber in diesem Fall kann man das zum Beispiel bei E-Mail benutzen. Bei E-Mail braucht man nicht, wenn man einfach bei ein paar Sekunden verlangsamt wird, dann ist das kein Problem. Was Jeff früher gesagt hat, man kann auch Padding dazu bringen. Das sind Pakete, die sind dumm, da ist nichts drin. Aber man bräuchte sehr viel Pakete, um den Verkehr aufzuhalten, und da haben wir auch nicht genug Knoten. Also nicht wirklich praktikabel. So, how does Tor try to solve this? Wie versucht Tor dieses Problem zu lösen? Tor macht es sehr schwer, dass man ein Anfangs-Relay zu werden. Weil wenn man weiß, wer der Benutzer ist. Also wir machen es sehr schwer. Und dadurch kann man sehr schlecht Traffic Correlation machen. Im Moment benutzt der Tor ein Guard Relay und benutzt es für eine gewisse Zeit. Dass wir nicht einen Benutzer benutzen machen, dann müsste ich das Guard Relay nutzen, dass der Benutzer benutzt zu dem Zeitpunkt. Man muss auch wissen, welches das ist. Und es ist unwahrscheinlich, dass man ein spezielles, schlechtes Tor, wenn nur sehr wenige Guard Relays da sind.
also wie wir dieses Problem versuchen zu lösen. Und das ist eine Barriere der Sicherheit. Wenn du das Relay nicht benutzt, dann wissen sie nicht, wer du bist. Sie können nicht, können natürlich andere Sachen versuchen, aber also man könnte zum Beispiel schlechte Dokumente runterladen und dann schickst du ein Paket oder sowas. Der Nachteil von diesem Guard Relay, dass man sehr lange bleibt, muss man das wahrscheinlich regelmäßig ändern. Nur eins zu haben und das nicht zu ändern, wenn man das Guard Relay benutzt, dann vermutet man, dass ein schlechtes Guard Relay ist gering. Und wenn man das erste Mal benutzt, hat man eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Verkehr sicher ist. Wenn man ein schlechtes hat, dann ist der Verkehr unsicher. Aber wenn der Tor-Client häufig ein neues benutzt, alle paar Minuten oder jede Stunde oder so, irgendwann wählt man eins, das schlecht ist. Und ein Teil des Verkehrs wird darüber laufen. Und im Moment machen wir es unwahrscheinlich, dass ein Angreifer ein schlechtes Guard Relay hat. Und wenn man einen Benutzer ein Guard Relay auswählt, dann hat das für eine lange Zeit. Also es ist ein bisschen schwer, das Guard Relay rauszuwählen. So. Das ist im Moment provides those properties I described earlier, relativ Sicherheit, when you're browsing the web, wenn man im Web browset, wenn man die Webseiten aufruft und so weiter. You know who the aber website is. Ihr wisst immer, welche Webseite das ist. Wenn du anonym bist und die Webseite weiß nicht, wer die Webseite ist, dann weißt du immer noch, wer die Webseite ist. In manchen Fällen möchte die Webseite auch anonym bleiben. Sowohl die Webseite, der Aufrufer als auch die Webseite wollen nicht wissen, wer die jeweilige andere ist. Zum Beispiel in Ländern, wo man einen politischen Blog und das gefährlich ist, oder in der regulären Webseite, sind sie sehr einfach zu identifizieren. Aber wenn man auch als Webseite anonym sein möchte, dann kann man politische Aktivitäten machen, ohne dass man gefunden wird. Und das ist, wo Hidden Services sind, was die machen. Okay, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, denkt man, hey, der Benutzer weiß nicht, wer die Webseite ist, die Webseite weiß nicht, wer der Benutzer ist, wie reden die miteinander? Und das ist, was das Tor Hidden Service macht. Wie identifiziert man und verbindet man miteinander? Im Moment ist das, was passiert. Wir haben Bob auf der linken Seite als Hidden Service, wir haben Alice links, die der Benutzer ist und die Hidden Service benutzen möchte. Wenn Bob seinen Hidden Services aufbaut, dann benutzt er drei Knoten im Tor-Netzwerk als Eingangsnetzwerke und baut viele Verbindungszirkel mit denen. Das heißt, der Eingangspunkt weiß nicht, wer Bob ist. Und Bob sagt zu diesen Punkten, möchtest du bitte Verkehr zu mir weitergeleiten? Und diese Verknüpfungspunkte machen das. Und wenn Bob seinen Punkt ausgewählt hat, dann öffnet er diese Liste von diesen Einführungspunkten, die zu seiner Webseite führen. Und Alice auf der linken Seite möchte Bob besuchen und die wählt einen Rendezvous-Punkt auf dem Netzwerk, wie zum Beispiel AP, und sie möchte ihre Nachricht zum letzten Punkt zum Bob sagen und bitte sag mir, wo wir uns treffen. Und Bob möchte über einen Rendezvous-Punkt machen und Alice hat einen Rendezvous-Punkt mit mehreren Wegen dahin und Bob hat mehrere Wege dahin und Alice und Bob sind nicht miteinander direkt verbunden über den Rendezvous-Punkt. Der Rendezvous-Punkt weiß nicht, wer Bob ist, wer weiß nicht, wer Alice ist. Sie wissen nur, dass sie Traffic weiterleiten. Und sie wissen auch nicht, wer der Verkehr ist. Der Verkehr ist auch verschlüsselt. Dann ist es, wie wir im Moment dieses Problem lösen. Dass beide Seiten nicht wissen, wer die jeweils andere ist. So. Das prinzipielle Ding ist diese Datenbank. Ich habe gesagt, Bob, wenn es ein Introduction Point ist, sagt er eine Beschreibung, wer er ist und wer seine Eingangspunkte sind und veröffentlicht die zu einer Datenbank. Diese Datenbank selber ist im ganzen Tor-Netzwerk verbreitet und ist nicht auf einem einzelnen Netzknoten. Sowohl Bob als auch die anderen müssen die veröffentlichen. Und Tor benutzt im Moment etwas, das in sich distribuierten Hash Tabelle nimmt und wie das funktioniert, werde ich Ihnen gleich erzählen.
und demnächst darüber sagen, wie Tor's Distributed Hash Table selber läuft. Also stell dir vor, wir haben unterschiedliche Services. Store your files und du möchtest die Daten mit die unterschiedlichen Daten dahin speichern, ohne dass ein Server weiß, ey, die Datei ist auf dem Server und die Datei ist auf dem anderen Server und so weiter. Und hier ist die Liste der Dateien. Wenn sie einen naiven Prozess machen und sagen, hey, ich habe 26 Server und alle Dateien mit dem Alphabet, jede, die mit A beginnen, kommen nach A und alle, die mit B anfangen, kommen nach zu B und alle, die mit C anfangen, zu C und so weiter. Wenn man irgendwas laden möchte, dann sagt man, hey, wie fängt meine Datei an, dann weiß man, zu welchem Server man fragen muss. Natürlich könnte man das viele Dateien machen, die mit Z anfangen und Y oder Y, dann wäre der einzelne Server übertrieben groß. Auf einem Server wären mehr Dateien als auf einem anderen Server. Und wenn man sehr viele große Dateien hat, die mit B anfangen, dann wären sie alle auf B. Und nur ein oder zwei der werden total überladen, die werden leer. Wir machen, man hat eine Hash-Funktion, die das zu einer zufällig ähnlichen Sachen machen kann, zufällig aussehen kann, ist eine sehr kleine Veränderung am Input, dann würde es eine sehr große Änderung am Ausgang machen und die sehen zufällig aus. Wenn man die ganzen einen Hash davon machen würde und den Hash benutzen würde, um zu sagen, auf welchem Server die Datei gespeichert werden soll, dann hätte man große Wahrscheinlichkeit, dass die auf zufällig überall auf dem Teil verteilt wird. Dann macht man diese, wenn man eine Datei möchte, dann kann man dieselbe Hash-Funktion machen und dann weiß man, auf welchem Server die Datei liegt. Und die danach. Das ist die Idee. Eine Grundidee, wie wir das machen. Es sind ein paar Probleme damit. Was, wenn man die Datei ändert, die Größe ändert, mehr Services sind, mehr Servers dazu kommen. Naja, ich habe gewartet, aber das ist eine grobe Übersicht. Okay, wie funktioniert das mit dem Tor-Netzwerk? Well, the Tor. Tor-Netzwerk hat eine Anzahl von Relays und ein paar Hidden Services. Und wir nehmen alle Relays, die eine Hash-Identifier haben, und wir packen die auf einen Kreis mit dem Hash-Value als Identifier. Hash-Value ist von 0 bis zu einer sehr großen Nummer und 0 Punkt oben und dann geht es den ganzen Weg rum und dann bis zu dieser großen Nummer. Wenn man die Identität von einem Relay hat, dann ist sie irgendwo auf dieser Uhr. Alles, was wir müssen, auch machen müssen, ist genau dasselbe mit Hidden Services zu machen. So, there's zum Beispiel der Hidden Service Adress mit zloop.onion, der versteckten Webseite, die man suchen möchte. Ich möchte nicht zu genau beschreiben, wie das gemacht wird, aber wird so gemacht, dass er überall im Kreis ist. So, der wird einen speziellen Punkt auf diesem Kreis haben und die Relays werden auch auf diesem Relay drauf sein. And the hidden service. Sind hier, zum Beispiel. In dem Fall von Tor wird der Hidden Service auf zwei gemacht und veröffentlicht die zu den drei Relays rechts und den drei Relays links. Und wenn ich jetzt zu dem Hidden Service verbinden möchte, dann möchte ich diesen Hidden Descriptor rausziehen, die Dateien, den Hidden Service Address, schaue, wo sie im Kreis ist und alle Relays auf dem Kreis und welche Relays in der Nähe sind, dann verbinde ich mit denen und frage, hey, haben Sie eine Idee darüber, welche Seite das ist? Bringen Sie zum nächsten Schritt. Also, ich möchte gerade erklären, wie das funktioniert. Was wir gesagt haben, was interessant sein könnte, wäre öffentliche Services zusammen. So, for every time a hidden service gets wenn ein Service aufgenommen wird, dann muss man das irgendwo veröffentlichen und wir wollten diese Veröffentlichungen sammeln. Wir werden eine komplette Liste aller versteckten Services haben. Wir möchten auch schauen, wie oft entsprechende Hidden Services aufgerufen werden. Okay. We ran just one more point. Noch ein letzter Punkt, der ist sehr wichtig später. Die Position, auf der der Hidden Service auf dem auf dem Kreis ist, ändert sich alle 24 Stunden.
Also das heißt, solange der Service offen ist, werden wir den immer wieder auf, also an mehreren Positionen im Kreis sehen. Wir haben 40 Tornodes. Wir hatten einen Studenten, der diese 40 Tornodes gehostet hat. Der eine Serverfarm hat und der konnte uns aushelfen, indem er 40 Tornodes für uns eröffnet hat, weil er unser Projekt so nett fand. A part of that distributed hash table. It was actually a very small amount, so it doesn't matter too much. And then wir mussten dann eine gewisse Bandbreite bereitstellen, damit wir überhaupt in den Hash Table kamen. Nach 25 Stunden waren wir dann tatsächlich auf dieser im distributed Hash Table. Und über die konnten wir dann eine Liste aller Adressen bekommen, sondern wir konnten auch schauen, wie häufig jede der Adressen angefragt wurde. Und als wir dann diese volle Liste dann hatten, haben wir uns einen eigenen Crawler gebaut, der jeder dieser Hidden Services besucht hat und die über HTTP angesprochen hat, um die HTML-Seiten runtergezogen hat. Also nur die HTML, keine Bilder. Wir haben nur HTML genommen, keine Bilder, und dafür gibt es einen guten Grund. So, we had a lot of questions when we first started this. No one really knew how many hidden services there were. Wir hatten am Anfang eine sehr interessante Diskussion, weil keiner irgendwie wusste, wie viele Hidden Services es gibt, weil das nicht direkt anschaubar ist. Und wir wollten halt auch einfach mal wissen, wie populär die sind, wie viele es gibt, wie viele die angefragt wird. Unser Estimate, was wir dann gemacht haben, sieht man hier. Und pro Tag. Das ist ganz natürlich sehr sehr noisy, weil wir natürlich immer nur einen sehr, sehr kleinen Teil des Servers sehen und damit schwer ist, die gesamte Anzahl der Hidden Servers abzuschätzen. Aber wir denken, dass im Durchschnitt 45.000 Hidden Services verfügbar sind. Über die gedankte Zeit hatten wir ungefähr 80.000 verschiedene. Das ist die Frage, wie lange gibt es so einen Service, verschwindet er wieder? Das hat uns natürlich auch interessiert. Also haben wir uns das nochmal angeschaut. Für jede Onion-Adresse haben wir geschaut, wie häufig ist da dieser Service dann adressiert wurde. Wenn wir die häufiger gesehen haben, heißt das, dass es Hidden Service wohl häufiger gab. Wenn es nur sehr wenige Publications gab, würde das darauf deuten, dass es nur sehr wenige, sehr kurze Laufzeiten gab. Die größte Anzahl der Hidden Services haben wir meist nur einmal gesehen. Das deutet darauf hin, dass es eine hohe Turnover-Rate gibt. Das heißt, viele Services erscheinen und verschwinden wieder. Und dann sieht man hier das Ende der Funktion. Also es gibt nur sehr wenige versteckte Services, die dann auch länger bleiben. Dann wollten wir schauen, wir haben uns auch überlegt, das mal vergleichen mit der Nummer der Anfragen zu vergleichen. Und man sieht fast so eine Glockenkurve, was darauf hindeutet, dass die wirklich Bekannten eher länger gab. Aber auch nicht super lang. Das heißt, es sind nur 160 Tage, was ihr seht. Das heißt, ein bisschen mehr als 6 Monate. Und im Februar haben irgendwelche Besucher in Luxemburg über längere Zeit geschaut. Die haben nur die Skripte über einen sehr großen Teil des Kreises, den wir nicht haben,
which has now been fixed, so we can repeat that in a particular way. So wir haben überprüft, dass es nicht wieder ging. Wir haben eine Liste der Adresse von Februar 2014 in Luxemburg, und dann haben wir unsere Adressen von diesen 6 Monaten, von März bis September dieses Jahr, und wir wollten schauen, wenn man diese 2 Adressen von unseren Adressen hat, welche sind in unserem Set und nicht in unserem, andersrum, und welche sind in beiden Sets. So, as you can see, Sie sehen können, sehr wenige sind von Hidden Service Adressen sind in beiden Sets. Das heißt, über 18 Monate zwischen diesen beiden Sammlungspunkten, sehr wenige Services sind in euren und in unserem Datensets. Das sind sehr viele, die sich ändern auf dieser Seite. Die scheinen irgendwie nicht sonderlich lange zu existieren. Und die Frage ist, warum ist das? Und da kommen wir ein bisschen später zu. Eine sehr gute Frage, und die können wir einfach nicht hundertprozentig beantworten. So, in terms of popularity, which hidden davon, wie populär sie waren, welche Online-Adressen haben wir am häufigsten gesehen? Welche wurden am häufigsten nachgefragt? So, hauptsächlich Botnet Command Control Services. Wenn Sie das nicht kennen, was ein Botnet ist, wenn wir viele Leute mit einem Piece of Malware haben, dann, wenn Sie den Command Control Server anrufen, dann weiß der Botmeister, welche Bots das sind. So zum Beispiel Passwörter, Datensätze, Bankdaten. Distributed Denial of Service Sache, da muss man die IP-Adresse geben oder Spam rausschicken. Oder vor ein paar Jahren gab es irgendjemanden, der einen Talk gemacht hat. Das Problem mit einem Botnet ist, das Command Control Server ist angreifbar. Wenn man den Command Control Server runtergenommen ist, dann kann man den nicht mehr darüber kontrollieren. Das ist so ein Kampf, gegen die Antivirenkämpfen rauszukriegen, Command Control Server so zu laufen lassen, dass man sie nicht runternehmen kann. Vor ein paar Jahren hat jemand in der Konferenz gesagt, hey, wisst ihr, es wäre eine richtig gute Idee, wenn Botnet Command Control Server werden als Torhidden Services laufen würden, dann weiß niemand, wo sie sind, und in Theorie kann man sie einfach nicht runternehmen. Also, wir haben das. Die meisten dieser Adressen sind unterschiedliches Botnets. Cephnet und Skynet zum Beispiel. Skynet ist etwas, worüber ich reden möchte, weil der Typ, der Skynet am Laufen hat, der hat einen Twitter-Account. Und der hat auch ein Reddit-Answer, Ask Me Anything, oder eine Frag mich irgendwas. Und man konnte auf die Webseite gehen und einfach fragen, was man wollte. Also der Typ war nicht im Schatten, er sagt, hey, hier ist mein riesiges Botnet, hier ist mein Twitter-Account, hier ist mein Frag mich irgendwie Sache. Der wurde letztes Jahr festgenommen, das nicht sondern nicht überraschend ist. Aber er wurde festgenommen, seine Command-Control-Server sind verschwunden, aber die Bots sind immer noch infiziert und die versuchen immer noch nachzufragen, was da passiert. Darum sehen wir so viele von diesen. Die meisten sind fehlgeschlagene Anfragen. Es gibt keine Erklärung dafür, weil der Hidden Service nicht mehr da ist. Aber die Clients fragen immer noch danach. Das nächste, was wir gemacht haben, ist kategorisieren. Wie ich früher gesagt habe, wir haben die ganze HTML-Seiten runtergefahren und wir haben geschaut, was für der Inhalt war. Der erste Graph ist die Anzahl von Seiten, die jeweiligen Kategorien. Also, wir sehen unten viele unterschiedliche Firmen, Drugs, Marketplace und die Sachen oben, und der Graph zeigt, wie viele Prozent, die wir haben, die in diesen einzelnen Kategorien passen. Zum Beispiel, Drugs, die meisten Seiten waren über Drogen, gefolgt von Marketplätzen und dann Fraud und ein paar interessante Sachen. Welche fallen auf? Was bedeutet Porno? Was das Porno bedeutet? Es war sehr interessante Porno-Seiten da. Eine besondere war auf Revenge-Porno. Scheint irgendwie, junge Leute möchten ihre Bilder von sich selber machen, wenn dann und die Freunde senden, und wenn die Freunde es nicht mehr mögen, dann können sie darauf veröffentlicht werden. Es gab einige von diesen Seiten auf dem Hauptinternet, das runtergeschaltet wurde, und eine Seite wurden archiviert auf dem dunklen Netz. Die zweite Kategorie ist Abuse.
Ihr fragt jetzt bestimmt, was das ist. Jede Seite waren Kindesmissbrauchseiten. Wie wissen wir das? Die Daten, die wir zurückbekommen haben, hat es relativ eindeutig gemacht. Es ist komplett eindeutig gewesen, dass es da um Kindesmisshandlung geht. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir keine Bilder mitgespeicherten. Weil das in den meisten Ländern auch ein Verbrechen ist, diese Bilder überhaupt runterzuladen. Und deswegen haben wir keine Bilder gespeichert. Das nächste Ding, was wir uns gefragt haben, wie viele der Fragen gingen in jede dieser Kategorie? Das heißt, das sind jetzt so die Seiten, die es gab. Wie ist tatsächlich die Popularität? Und hier sieht man sehr genau, wo die alle hingehen. Und wie man sehr gut sehen kann, gibt es eine riesige Nummer an Leuten, die einfach nur zu diesen Kindesmisshandlungsseiten gingen. Die Frage ist, was sammeln wir eigentlich? Wir sammeln erfolgreiche Hidden Service Anfragen. Das heißt, diese Nummer korreliert stark mit der Nummer von Leuten, die die Webseite auch benutzen wollen und besuchen wollen. Das heißt, warum würde man den anfragen, wenn man die sich nicht damit verbinden will? Es gibt natürlich auch Fälle, wo, wenn man Tor neu startet, das gibt dann nochmal neu geholt werden. Das heißt, teilweise gibt es dann auch Doppelzählung. Die Frage ist natürlich, wofür steht das wirklich? Was machen die Leute auf der Seite und so, kann man darauf nicht schließen. Das heißt, es könnten auch automatisierte Anfragen sein, es könnten Fehler sein, irgendwie auf keinem PC, alles Mögliche. Wir können das nicht unterscheiden. Was sind die Limitierungen der Methode? Während diese Anfragen natürlich nicht direkt damit korrelieren, wie viele Besuche da Besucher es gibt, es ist irgendwo dazwischen. Wir können natürlich auch nicht sagen, ob es eine Person ist oder nicht. Jede Seite könnte angegriffen werden oder ausgewählt werden bei Crawlern oder auch Attacken, was natürlich die Anzahl der Anfragen auch noch erhöhen würde. Normalerweise ist es eher unwahrscheinlich, dass man DDoS auf das Directory machen würde, sondern dann eher gleich auf den Server. Also es ist sehr unklar. Die nächste Frage sind Crawler. Ich habe mit den Leuten vom Tor-Projekt mal geredet und sie haben vorgeschlagen, dass es Leute gibt, die sich zum Beispiel gegen Schildesmissbrauch wehren. Das kann ja sein und daher gibt es tatsächlich Gruppen, die diese Seiten regelmäßig untersuchen oder crawlen. Das ist natürlich die Frage, wie viele Server sind da. Das heißt, das wird auf jeden Fall die Anzahl auch noch nach oben bringen. Wir können es also nicht wirklich sagen, sind es Menschen, sind es Computer, sind es einzelne Personen, die häufig zugreifen oder einer ganz viele Besucher, wie auch immer. Das sind jetzt nur Hidden Services, die Webseiten anbieten. Natürlich gibt es auch noch Hidden Services, die andere Sachen anbieten, wie IRC oder FTP. Das, der Grund, warum das gemacht haben, ist, weil wir diese Seiten einfacher publizieren können und für andere Services wird wahrscheinlich das Use Case anders sein, die Benutzung. Also dieses Resultat ist natürlich trotzdem alarmierend und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, redet mit mir oder redet auch mit den Tor-Leuten. Es ist nicht so straightforward. Das heißt jetzt nicht, dass Tor dafür benutzt wird für Kinderpornografie, aber auf jeden Fall sollte man darüber diskutieren. So, the next slide is going to be very contentious. Die nächste Folie wird wird jetzt ein bisschen schlimmer. As to what could be done. Ich möchte jetzt niemanden einladen, irgendwas zu tun. Das ist ja ein bisschen suggestiv. Also ich möchte nur was beschreiben, was man machen könnte.
Als wir das rausgefunden haben, waren wir natürlich erstmal geschockt. Wie kann das sein? Das haben wir nicht erwartet. Der nächste Schritt war dann, Tor ist super. Können wir das irgendwie noch retten? Ja, wir wollen Tor behalten. Können wir die einfach diese Art von Leute blocken? Können wir einfach Hidden Services blocken, die solchen Inhalt zeigen? Wir haben dafür drei Wege gefunden. Wir werden über die anderen mehr reden. Und die sind alle drei möglich. Eine Person kann sehr einfach einen einzelnen Service entfernen. Das heißt, wenn man alle Relays besitzt, die diesen Service bewerben sollen, kann man natürlich dafür sorgen, dass man diese nicht anmeldet oder anzeigt. Das heißt, wenn man alle sechs dieser Relays besitzt, kann man, sobald er die Anfrage stellt, den Descriptor weiterzugeben, kann man sagen, nein. Und weil die natürlich nach den Relays suchen, direkt im Kreis, neben der Adresse, werden sie die nicht finden. Die nächste Sache ist, kann man als Relay-Operator das irgendwie trotzdem blocken, wenn das Tor-Netzwerk das nicht schafft? Wie kann ich einzelne Leute den Traffic einfach blocken? Das heißt, man könnte Tor patchen, dass bestimmte Leute nicht mehr durchgeleitet würden. Und man müsste natürlich sehr, sehr viele Relay-Operator dazu bewegen und das macht das Ganze eher nicht so anwendbar. Das Tor-Projekt könnte natürlich auch eine Liste führen und dann diese Seiten gezielt blocken, sodass das in der Tor-Software drin ist. Ich möchte nicht, dass das gemacht werden soll. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu sagen, Hidden Services sollen blockiert werden, würde ich es wahrscheinlich auch nicht lebend rausschaffen. Aber das ist eine Liste von Dingen, die man machen könnte und man muss darüber reden. Es gibt viele Fragen darüber. Sollte das Tor-Projekt das selbst machen? Sollte das Tor-Netzwerk eine Blockliste haben? Man könnte es ja natürlich untersuchen, aber das wäre natürlich sehr gut oder diskutierbar, ob die eine Blockliste führen sollen dürfen. So, wie de-anonymisieren von Besuchern von bestimmten Hidden Services Webseiten. Wir haben einen Benutzer auf der linken Seite, der geht zu einem Godnode. Wir haben einen Hidden Service auf der rechten Seite, der auch aus einem Tor-Knoten ist und oben ist als der Direktionierer, der diese Hidden Services Dictionary Requests antworten. Also, wenn man zuerst zu einem Hidden Service kontaktieren möchte, dann braucht man einen Nahtknoten zu mehrere Wege zu diesem Knoten. Wenn der Angreifer ist und wenn ein dieser Hidden Service Angreifer bemerkt, dann kann man zurück ein bestimmtes Paket senden und wenn man den Guard-Knoten auch transportiert, was eine sehr große If-Frage ist, am Endknoten, aber wie kriegt man das hin, dass man diesen Guard-Knoten macht? Und das ist sehr schwer. Aber wenn man einen Hidden Service hat und alle, wenn man einen Hidden Service besucht und ich habe ein paar problematische Guard-Relays, dann werden ein paar von euch, natürlich nicht alle, aber vielleicht werden ein paar meinen Guard-Knoten angreifen. Ich könnte euch de-anonymisieren, aber nicht alle. Und was ich hier sage ist, wir können den Paar der Benutzer de-anonymisieren, einen Teil der Zeit, aber man kann nicht auswählen, welche das sind. Wir können aber nicht eine spezifische Person de-anonymisieren, aber einen bestimmten Anteil des Benutzers und das ist abhängig von, wie viele Guard-Knoten man hat, Tor-Knoten. Also der Angreifer kontrolliert diese beiden. Das ist ein Bild vor der Anonymisierung von... Das sind Plots, wo man die IP-Adresse, den Command-Control-Server macht und der schaut, wo die IP-Adressen-Lokalisation ist. Und das ist wieder ein kleiner Anteil der Benutzer, die diesen Command-Control-Server besucht haben.
über diese Methode. Wie ist es mit Anonymisieren von Hidden Services? Man hat wieder dasselbe Problem. Du bist der Benutzer. Du kommunizierst durch ein Tor zu deinem Tor-Netzwerk und eventuell durch den Hidden Service zum Hidden Service. Als Angreifer musst du wissen, welcher Hidden Service der Guard-Knoten benutzt. Es ist sehr kompliziert, einen speziellen Hidden Service zu machen, aber wenn man 1000 Tor-Hidden Services hat und wenn man eine kleine Prozentzahl der Tor-Hidden Services hat, dann wird man irgendwann übernommen. Und dann kann man die de-anonymisieren. Wenn es dir egal ist, welche Hidden Services man de-anonymisiert, dann wird es deutlich einfacher. Dann halt ein paar hinkriegen, aber man weiß nicht, kann nicht bestimmen, welche. So, welche Daten kann man dadurch bekommen? So this is a modified ein modifizierter Tor-Client, der die Daten speichert und welche Informationen da herauskommen. Das ist nicht im Tor-Netzwerk passiert. Das ist ein Client, der in einem schlechten Guard-Knoten ist und der speichert jede Zelle oder Paket, der durchfrost. Und wir können die nicht entschlüsseln, weil sie dreimal verschlüsselt ist, aber sie speichern können, dass die IP-Adresse des Benutzers und die IP-Adresse des nächsten Hops sind. Wir können die Pakete zählen. And we can also record können Sie auch die Zeit speichern. Wenn man einen Verkehrskorrelationsangriff macht, dann kann man die Zeitangriffe benutzen und rauskriegen, ob man den normalen Verkehr sieht, welche einen bestimmten Benutzer identifiziert. So, weiter. Ein interessantes Problem mit der Suchanfrage und so weiter. Also von dem, was ich gesehen habe, die Detektion, die beim Haupt-Tor-Members ist, benutzt werden, wenn sie angreifend sind, oder ein großer genuger Teil schlecht ist, dann könnte man eine direkt mit einem Tor-Knoten gehen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand weiß. Tor wird designt und man muss eine spezielle Anzahl von Tor-Authorities machen, um irgendwas Wichtiges zu machen. Und die Tor-Leute, mit denen ich das geredet habe, ist recht witzig, als ihr System baut, als ob ihr uns einander nicht vertraut und sagen, wir sehen unser System so, dass wir uns einander nicht vertrauen müssen. Könnte man durch ein zentralisiertes Service machen? Das ist sehr schwer. Viele Angriffe könnten gegen ein dezentralisiertes Angriff machen, aber sobald es relativ gut verstanden ist, sobald wir zu einer neuen Architektur gehen, dann können wir komplett neue Angriffsmöglichkeiten haben. Das Tor-Netzwerk existiert seit einer gewissen Zeit und sehr gut verstanden. Okay, globale Angreifer, die Netzwerklinge überall in der Welt anhalten. Da kann man sehr schlecht gegen verteidigen. Also welche Guard-Relay sie benutzen, schaut man, welche an jeden der Hops und auf dem Weg und es ist sehr schwierig, dagegen sich zu verteidigen. Wissen wir, ob sie es machen? Die Dokumente, die gestern veröffentlicht werden können, ich habe nur sehr kurz dran geschaut, weil sie im Moment nicht machen und sie nicht besonders viel Erfolg haben. Es sind sehr starke Angriffe veröffentlicht und die meisten sind öffentlich, das heißt, man muss nur lesen, was überlegt wurde, sie anbauen, aber wir wissen nicht, warum sie das nämlich machen oder ob sie das vielleicht sogar doch machen. Die Frage ist, ob man schlechte Angriffe-Pakete erkennen kann. Wir haben 40 Relays, die auf aneinander hängenden IP-Adressen waren. Die waren IP-Adresse in zwei Blocken. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Und wir hatten zwei Relays pro IP-Adresse. Und jedes Relay hatte meinen Namen darüber. Als ich die 40 Relays gemacht haben, hatte ich vermutet, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, hallo, was machst du denn da? Niemand hat es bemerkt. Niemand hat es überhaupt bemerkt. Das ist eine offene Frage. Das Tor-Projekt hat gesagt, ja, sie hatten wir deutlich mehr Relays von irgendeiner Region. Wir haben diese entdeckt und wir haben nicht darüber gemacht. Und sie haben
einen Angriff gemacht, aber es ist sehr schwierig, dagegen zu verteidigen. Also wie man schlechte Relays entdeckt, ist unbekannt. Und es wird im Moment in der Mailinglist diskutiert. Die andere Sache ist gegen Exit-Relays. Die könnten den Verkehr verändern. Wir wissen bestimmte gewisse Angriffe, solche Man in the Middles, und wir haben Binary Patching vor kurzem gesehen. Wie kann man unbekannte oder andere Verkehrs machen können? Also, der Patching wurde nicht entdeckt von den Tor-Benutzern, von den Tor-Operatoren, aber von irgendjemand anderem. Und durch ein Tor-Code-Review, und der Tor-Code ist offen, und wir wissen von OpenSSL, obwohl jeder ihn lesen kann, schauen oft Leute nicht, und OpenSSL ist deswegen ein großes Problem. Und ist in den letzten Monaten herausgekommen. Viele schauen Tor, und ich denke, mehr Augen sind besser. Wenn wir mehr Leute, die drauf schauen können, dann danach schauen können. It's a very useful thing to do. There could be unknown vulnerabilities, as we've seen. Da könnten noch unbekannte Sicherheitslücken sein, und deswegen sollte man drüber schauen. Wir wissen es noch nicht. Schaut drüber. Es ist, selbst wenn man drüber schaut, ist schwer, diese zu finden. Von daher. My last point, I think. Mein letzter Punkt ist. Yes. Ja, ist mein letzter Punkt, ist Tipps für weitere Forschung. Das heißt, wenn ihr in der Zukunft auch daran forschen wollt, fangt nicht einfach an, live Leute zu de-anonymisieren. Das ist irgendwie sehr schlecht und auch sehr naiv und unreif. Ja, in unserem Fall haben wir 40 Relays laufen lassen. Sie haben als gutes Relay gearbeitet. Alles, was sie gemacht haben, ist ein paar Requests geloggt. Natürlich ist das die Frage, ist das böse oder nicht? Also die Adressen selbst könnte man als sensitive Informationen gesehen werden. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir die Adressen nicht behalten. Von daher, werden wir diese Daten nicht aufheben, aber die Daten dazu, wie die Zugriffsanzahlen und so weiter, werden wir auf jeden Fall aufheben. Jetzt kommst du zu den Fragen. Ich möchte nochmal sehr viel Nick Savage dafür danken, dass sie uns den Server geliehen haben. Ich meine Ivan Postago, Roger Degledin. He's also the chap which demonstrated those de-anonymization attacks which I talked about. A big thank you to Roger Dingledine, who has frankly been. Ivan Postago hat eine große Anzahl der Adressen geliefert, die wir genutzt haben, und andere Daten. Roger Dingledine hat uns geholfen, bei Fragen und Problemen zu helfen. Und die Talkgruppe generell ist sehr hilfreich. Donatcher also did something similar. So both Ivan and Roger done a similar study. Donatcher hat uns auch geholfen, und Donatcher und Roger haben beide ähnliche Studien gemacht. Das heißt, sie haben uns sehr geholfen bei dem Ding. On a bigger scale. And found similar results to und us. That die beiden haben das Ganze noch auf einem größeren Level gemacht und haben auch ähnliche Dinge gefunden. Also auch da sieht man auch die ähnlichen Muster, dass diese Kindesmissbrauchsseiten ganz oben sind. Also das stimmt, was ich meine. Die Daten findet man hier an dieser Adresse. Man findet da auch das Tor Research Framework, mit dem wir gearbeitet haben in Java. Man findet meine Folien. Dieses Java Framework ist genau dafür gemacht, wissenschaftlich mit Tor-Netzwerk Daten zu arbeiten. Man kann alle möglichen Routen selber bauen. Man kann da Tracking-Traffic drüber schicken. Man kann da sehr viel testen. Ich habe da auch einen Link zu dem Tor FBI Exploit. Das war ein Mozilla Firefox Bug, den sie benutzt haben. Die haben dann Code auf dem Rechner selbst laufen lassen über Firefox, um dann die Benutzer zu identifizieren. Und da kann man sich anschauen, auch den Code dazu. Und natürlich gibt es dann die Referenzen zu den Papers, die ich benutzt habe. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie jetzt.
So, thanks for the nice talk. Do we Vielen Dank für den guten Vortrag. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Internet? Test? Ja. Test? Ja. Eine Frage. Es ist sehr schwer, eine Adresse zu blocken und sie können für jeden Benutzer gemacht werden. Sie können oft verändert werden. Wie kann man es sonst blockieren? Ja, das ist vollkommen richtig. Man kann natürlich klonen, aber ich weiß gerade nicht, wie man dagegen vorgeht. Okay, dann Mikrofon 1, please. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Mikrofon 1, bitte. Danke, das ist faszinierende Wissenschaft. Sie haben erwähnt, dass es möglich ist, dass man den Hash irgendwie manipulieren kann. Man könnte ja den Hash irgendwie ändern. Wenn man zum Beispiel immer einen neuen Schlüssel generiert, dann kriegt man näher und näher an den Punkt, wo du ein responsible Punkt bist für das entsprechende Relay. Das ist, musst du neu und neu machen. Das ist nicht besonders kompliziert, intens, das zu machen. Und das war's? Ja. Okay. Nächste Frage von Mikrofon 5. I was wondering, ich habe mich gefragt, ob Sie für die Attacke eine bestimmte Gruppe von Benutzern identifiziert. Haben Sie Beweise dafür gefunden, dass diese Attacken benutzt wurden? Das ist eine sehr interessante Frage. Gibt es irgendeinen Weg, diese Typ an Angriffen zu machen? Wenn man bestimmten Pattern-Traffic angreifen kann, dann kann man Betting-Cells senden, die werden vom offiziellen Talk-Client nicht benutzt werden. Die können entdeckt werden, aber das ist nicht eindeutiger Beweis. Gibt es eine Art, sich dagegen zu schützen? Trying to deny service, hidden services through this. Kann man das irgendwie? Kann man da denial of service machen? Is it possible to protect against this kind of attack? Es ist möglich, sich gegen diese Attacke zu verteidigen. Nicht, dass ich davon weiß. Tor schaut im Moment an, wie dieser hidden services gemacht wird, was ich gemacht habe, deutlich schwieriger wird. Und auch in einer Position sein, auf dem Hashtable vorher zu sein für ein bestimmtes hidden service, versuchen das im Moment zu verändern. Also die Sachen ein bisschen schwieriger zu machen. Gut, next question. Gut, nächste Frage. Mikrofon 2, bitte. Hi. Hallo. Yeah, I'm running the Tor to Web abuse. Ich habe die Tor to Web Webseite, wo man häufig Missbrauchsseiten über Tor to Web gezeigt, übers Internet, ins Internet gebracht werden. Ich habe mal mit einem der Kindesschutzagenturen geredet und die haben tatsächlich Crawler benutzt, um nach nach Änderungen zu suchen, um die Datenbank aktuell zu halten, über die Kinder aktuell zu halten. Auch die deutsche Agentur macht das. Das heißt, die Deutschen und die Italiener crawlen die Seiten. Those few numbers of Tor hidden service that contain child porn. Und die also es ist sehr wahrscheinlich, dass alle möglichen Länder die ganzen Seiten crawlen. Into that kind of content, it's relatively low. Die Nummer der Leute, die tatsächlich dahin gehen, um nicht zu crawlen, ist dann wohl niedriger. Next microphone 4, please. Als nächstes Mikrofon 4, bitte. Also, es ist möglich, die. Oh, es ist nötig, das Guard Relay auch zu manipulieren, um den zu erkennen. Ach, reicht es auch, ISP zu sein? Wenn man einen sieht, wie das Guard Relay ist und ob man, ohne das Guard Relay selber zu kontrollieren, Theorie, ja, ich weiß nicht, wie genau das ist. Aber theoretisch möglich. ISP ist der Internetanbieter übrigens. Wouldn't the ability to choose a key hash prefix give the ability to target specific onions? Wäre es möglich, die IP-Adresse zu machen? Ist es möglich, eine spezielle Onion-Adresse anzugreifen? Das kann man nicht wirklich machen. Man kann zum Beispiel nicht auswählen, zwei oder mehr Angriffe machen. Man kann immer nur eine Adresse auf einmal ausprobieren, an dieser speziellen Punkt im Hashtable sich aufzustellen. Another one on the internet, okay, then. Auch ein aus dem Internet? Also, nein, das Mikrofon 3, bitte.
Thanks for this danke für den danke für den Besuch. So in the DIM, I was wondering whether you can Im donate this. DIM habe ich mich gefragt. Be a part of like non-malicious relays pool. Basically use them as regular relays afterwards. Ist es möglich, die ist es möglich, dass die Relays weitergelaufen lassen werden, damit wir mehr Relays haben? Nein, wir hatten diese Tours nur für eine kurze Zeit. Wir sind sehr dankbar, dass er es gemacht hat. Und sonst hätten wir nicht so viel Daten sammeln können. Nächstes Mikrofon, 5 bitte. Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Ich finde es schön, dass Sie ein Thema ansprechen, was ich sehr wichtig finde, dass es angegangen wird. Ich möchte gern zurück zu dem Thema gehen, dass es so viele Kindesmissbrauchswebseiten gibt. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache. Wir müssen dafür sorgen, dass sie verschwinden, denn wir sollen als Tor sollte nicht damit in Assoziation gebracht werden. Natürlich im Endeffekt ein Zensurproblem und ich wüsste gern deine persönliche persönliche Meinung zu einem distributed verteilten Blocklistensystem. Sie fragen mich, ob ich irgendeinen Blockmechanismus öffne. Ja, ich weiß, dass ein problematisches, also noch weiter der Fragende wird. Ich möchte, dass es eine weitere, es muss eine Lösung dafür geben. Es ist ein sensitives Thema und ja, wir wollen natürlich nicht, dass das Tor-Projekt mit Kinderpornos in Verbindung gebracht wird, die im Tor-Netz gibt. Ich bin komplett einverstanden damit. Und die Tor-Besitzer waren auch sehr horrifiziert, fanden es auch sehr schlimm, wie das ist. Und die Frage ist, was darüber gemacht werden kann. Das kann man nicht wirklich machen. Beispiel, den ich gegeben habe durch Relay-Operatoren, also die das viele könnten darüber machen, viele Leute könnten das machen, aber die Frage ist, wer die Adresse der zu blockierenden Onion-Operatoren ist. Also nicht jeder Relay-Operator kann das selber machen, das muss von zum Beispiel dem Tor-Projekt erstellt werden, jemand, den alle vertrauen. Ja, es könnte gemacht werden, über diese Möglichkeit, über eine andere Möglichkeit, aber wer weiß, ob es gemacht wird. Noch eine Frage vom Internet. Anscheinend ist da eine Option im Tor-Client, mit der man Informationen selbst sammeln kann. Hat das irgendwas mit Ihrer Forschung zu tun? Ja, das habe ich. Da war ich mit dabei. Die wollen im nächsten Monat schauen, wie viele Hidden Services da sind. Die werden mehr Daten in den kommenden Monaten veröffentlichen. Leider haben wir keine Zeit mehr. Das ist jetzt die letzte Frage. Mikrofon 4, bitte. Hallo, ich frage mich, welche ethische Erlaubnis Sie von der Uni bekommen. Ja, wir mussten das hier besprechen und wir haben durch die Schritte gegangen, dass wir nicht irgendwelche sensitive Informationen speichern irgendwo. Ja, wir haben da sehr gut drauf aufgepasst und darum habe ich einige Sachen darüber geredet, was man machen muss. Ja, Sie haben einen speziellen Angriff gezeigt. Nein, das haben wir nicht gemacht. Also, macht das nicht. Absolut nicht. Tut mir leid. Wir machen keine De-Anonymisationsversuchung. Die Sache, die ich am Ende der Zeit gezeigt habe, da haben Leute das versucht. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit, das Tor-Netzwerk zu simulieren. Ich weiß nicht, wie das Projekt heißt. Shadow. Ja, es ist ein System, das nennt sich Shadow. Da kann man große Tor-Relays machen. Da kann man den Verkehr zwischen denen machen. Aber wenn man einen De-Anonymisationsangriff versucht, dann sollte man so eine ausprobieren.